Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Wieder aus der Umgebung wie beim letzten und vorletzten Mal aus meinem wunderschönen Wohnzimmer. Schön warm, angenehm ist es hier drin. Ja, obwohl deine Bodenheizung ist, glaube ich, gerade aus. Ne? Die habe ich extra ausgemacht. Mascha will sie mal anmachen, ich lasse sie aber aus, weil ich schwitze sonst wie ein Schwein. Ja, und voll gefressene Offseason hier und weiß ich, das sind Kohlen. Kostet ja heutzutage auch was. Ne? Kostet, das ist die nächste Sache. Ich will die Abrechnung nicht haben. Eben, die Bodenheizung, die kann man jetzt mal weglassen. Auf jeden Fall, ja, das Thema, was du hast angesprochen gehabt. Was ist der nächste Big Threat für den Olympia? Und damit meinen wir nicht, wer ist der nächste Mr. Olympia, weil dazu wird es noch Prognosevideos sicherlich geben. Es wird langsam sehr interessant. Aber wer gestaltet die Next Generation, die nächste Ära? Wir hatten eine Phil Heath-Ära zuletzt, davor eine Jay Cutler-Ära. Also auf gut Deutsch gesagt, willst du damit sagen, wer kann in den nächsten Jahren langfristiger Mr. Olympia werden? Genau, wer wird da mindestens fünfmal irgendwo in den Top 2 immer sein und vielleicht sogar die nächsten 3, 4, 5 Titel holen. Wir haben es ja vorhin schon einmal vor der Kamera oder hinter der Kamera angesprochen, dass wir eigentlich dieselbe Meinung hatten. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß zumindest, dass ich gesagt habe, dass ich diese Meinung hatte, aber wenn du die auch teilst. Ja, doch, das ist. Ich bin einfach beeindruckt von ihm. Du hast ihn live gesehen, wir haben mit ihm gesprochen, du hast ihn gefilmt gehabt. Jetzt wisst ihr schon, wer gemeint ist wahrscheinlich. Wir sind vor allem gespannt, wen ihr da auf dem Zettel habt. Da bin ich mal gespannt. Kommentiert das gerne da mal drunter. Bevor wir unseren nennen. Gerade sind ja die gehyptesten, sind ja eigentlich Andrew Jacked. Ja. Obwohl der noch nicht auf der Olympiabühne stand, aber man geht davon aus, der wird jetzt in den nächsten, auf der nächsten Olympia eigentlich Top 6 sein. Ja, und das denke ich schon. Er hat Potenzial nach oben, also der ist so the next big thing im Bodybuilding. Ja. Ist er denn das auch auf der Olympiabühne? Dann haben wir noch Leute wie Nick Walker, der seine Karriere auch erst in den letzten 2, 3 Jahren so richtig aufgebaut hat. Letztes Absolut. Jahr zum ersten Olympia, direkt in die Top 4 war es, ne? Ja. Der ist auch Future Bodybuilding Olympiabühne. Dann haben wir jetzt noch Leute, die groß gehypt werden, wie Crizzo. Auch der, wird er es überhaupt dorthin schaffen? Gehen wir eigentlich von aus? Wie hoch wird er sich platzieren? Ist interessant und abzuwarten. Das heißt, wer wird denn in den nächsten Jahren, und es kann auch sein, dass er erst in 2, 3 Jahren startet, wer wird das nächste große Ding? Und wir haben jetzt noch nicht genannt, der ist noch nicht ganz so hyped wie die anderen, der bei uns beiden Weil vielleicht der ist. Im amerikanischen Raum ist er schon gut gehypt aktuell wieder. Die haben jetzt sogar einige Videos sogar gemacht. Ja, Videos schon, aber ich habe das Gefühl, der ist noch nicht so in den Sphären wie gerade Andrew Jackson und so weiter, dass man da redet. Also die Sprache ist hier von keinem geringeren als Samson Dowder. Genau, so sieht es aus. Ja, also erstmal die Sprünge, die er gemacht hat von seinem letzten Wettkampf. Ich habe ihn ja noch vor einem Jahr so ziemlich. Ja, genau. Zum ersten Mal gesehen. In Rumänien habe ich ihn zuletzt gesehen. Wir waren ja gefühlt auf jedem Wettkampf gemeinsam. Da war ja natürlich schon extrem spektakulär. Du hast ja auch schon in Italien gesehen, plastische Muskulatur, rund, voll, hart. Der hat alles wirklich gehabt. Plus Linie. Plus Linie, Symmetrie, also eigentlich keine Schwächen. Auch was abgefallen bei ihm ist, weil seine anderen einfach Muskelgruppen noch gewaltiger waren, ist der Rücken. Der ist nochmal abgefallen. Den hat er jetzt extrem verbessert, was man in den letzten Videos sehen konnte. Also da sieht man selbst schon in der Off-Season-Form, da ist richtig Fleisch drauf gekommen. Und man hat auch, wer den Samson verfolgt, so in den Stories, der hat sich einfach richtig den Arsch abgeackert im Training, ne? Gerade im Rückentraining. Sehr viel Neues ausprobiert, umgestellt und so weiter, habe auch mit ihm geschrieben gehabt. Das ist für mich ein Kandidat, der super, super interessant wird in den nächsten 2, 3 Jahren, aber auch jetzt schon. Der hatte ein Gewicht von über 150 Kilogramm in der Offseason in einer richtig geilen Form. Also wir reden von irgendwie von 100, ich meine, das waren sogar 150, 151. Im Moment schätzt man, er wird der zweitschwerste auf der Olympiabühne sein. 100, war das 150 oder 150 jetzt irgendwie? Auf jeden Fall. Um die 150 waren es in der Offseason jetzt. Ja, und der wird auch einer der schwersten Kandidaten auf Olympia sein, definitiv. Ja, also ich bin auch wahnsinnig gespannt und habe das Gefühl, also nicht von der Form, nicht, dass jetzt wieder die Kritiker sagen, weil die sieht doch gar nicht aus wie Ronnie Coleman, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Situation Ronnie Coleman 1996, 97, da sah man einen echten Schrank. Wo er klein angefangen hat, in Anführungszeichen. Genau. Ne? Der im Vergleich zu seiner massigsten Zeit. Genau, der schon zu den Top 15 Bodybuildern gehörte, weil der war schon bei Olympia Platz 11 und so weiter, aber der noch nicht in den Sphären war und wo man direkt merkt, okay, das und das fehlt noch. Und er hat es in einem Jahr, hat er sich das dazu geholt. Und diese paar Kilo, da hat er noch nicht diesen Riesenmasseaufbau. Richtig. Die haben es gemacht, dass die Form plötzlich eine andere war und auf einmal war er, hat alle überholt. Er hat damals Kevin Lerone und Flex wieder überholt, was echt heftig war. Und das sehe ich aktuell auch beim Samson, dass der diese Schubkarte bekommt, weiß, ne? Das kann gut sein, denn von jetzt einem Jahr zurückblickend den ersten Wettkämpfen, wo ich ihn gesehen habe, hat er sich so verbessert, was ich zum Beispiel immer gesehen habe auf der Bühne, was ein bisschen abfällt, ist, der hat diese tolle Linie, aber die Schultern sind, die poppen nicht so raus wie bei einem typischen Olympiakandidaten. Da merkt man im Fan, das sind so Schultermonster gebildet. Das ist da nicht ganz da. Das
flacht da ein bisschen ab, war mein Gefühl. Rücken hast du auch schon genannt. Rücken war es von mir. Genau, und vielleicht sind es ein paar Kilo, die man nur verteilen muss. Und ganz plötzlich ist der jemand, der sich da rein katapultiert. Absolut. Das Krasse ist ja, der hat ja auch noch für die Arnold Classic, für die reguläre in den USA auch noch diätet. Ne? Das heißt, der hatte gar keinen Riesenaufbau gehabt eigentlich. Ja. Und trotzdem so viel rausgeholt. Ist aber auch ein Phänomen für die Genetik, sagte der Milos auch schon. Er sagt, das ist unfassbar, der Mensch kann nicht fett werden irgendwie. Hat er letztens erzählt, dann wirklich, er frisst seine 7000 Kalorien und setzt einfach kein Fett an. Der hat einen Gaspose gemacht, einen super flachen Bauch, ey, wo du denkst, Alter, wo ich das ganze Essen nehme, ja? Dann siehst du ihn morgens davor kochen auf seinem Grill mit seinen 2 Kilo Fleisch. Und ich denke, dass es die Verdauung mitmacht, haben wir auch schon mal drüber reden, musst einen richtigen Saumagen haben oder sowas auch, ne? Und dann kann der auch noch posen. Der hat eine Bühnenpräsenz. Das, muss man auch erstmal dahin bekommen. Und das ist auch ein Faktor oder auch ein Grund, warum ich ihn ganz, ganz vorne sehe. Womit er halt vielen Leuten das Leben schwer macht durch sein Posing. Der bringt das nämlich wieder zurück, was ja auch oftmals aufkam, so bei den Olympiagesprächen in letzter Zeit, dass das vernachlässigt wurde. Ja. Er bringt jetzt Linie wieder rein. Ich würde ihn sogar vergleichen, eher von der Form her mit so einem Sean Roden, der wirklich Linie reinbringt. Nur, dass er stärkere Arme hat als Sean Roden. Und noch besser posen kann, meiner Meinung nach. Und noch besser posen, obwohl Sean Roden auch schon ein guter Poser war. Auf jeden Fall, aber wie gesagt. Aber Samson ist für mich so das Nonplusultra im Posing. Also, du hast es ja live gesehen. Ja. Also, diese Bühnenpräsenz und aber auch die Übergänge, der ist auch bissig einfach, alles ne? einfach, ne? So die Ausstrahlung dabei, das ist auch jemand, mit dem ich Posing üben würde. Ne? Mhm. Für mich, wo ich mir dann sagen würde, hat ja Posing-Tipps gegeben. Absolut, das erstmal, aber auch so langfristig, ne? Wo ich dann sagen würde, komm, wir machen mal ein paar Stunden über einen Skype-Call oder auch, im Prinzip kann man es auch live machen, man fliegt mal hin für ein Wochenende, ne? Wäre auch vielleicht möglich sowas. Ja. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir bei dem vorstellen, es dauert nicht mehr lang. Jetzt wird er sicherlich irgendwo den Eintritt beim Mr. Olympia rund um die Top 6 machen. Vielleicht so rund um den 6. Platz. Vielleicht kommt er mit rein, vielleicht nicht. Ich sage ja, also ich denke schon, dass er in den Top 6 reinkommt. Ja, wenn er es wieder runterschreddet jetzt gerade, Wahnsinn. Und dann könnte ich mir vorstellen, in den nächsten 2-3 Jahren kommt er vielleicht an die Spitze. Und ist er einmal da, sehe ich im Moment kaum jemanden, außer Andrew, aber der ist sehr speziell eben, der diese Mischung aus Linie und Masse und Posing-Gewalt wirklich auf dem Stage bekommen. Das stimmt. Und dann dürfte es schwer werden, auch für alle anderen da draußen. Ja. Deswegen rein mein Tipp, aber den darf man jetzt klar so weit im Voraus nicht zu ernst nehmen, wäre Samson is the next big thing. Also ja, ist, wie gesagt, ohne das jetzt irgendwie einfach nur schöner hinzuhören, das ist auch meine Meinung, weil er einfach der kompletteste Athlet ist, so vom Allen. Ne? Ja. Also mit allem drumherum, was ich schon gesagt habe, das Posing, die Ausstrahlung, das Gesamtpaket, Fleisch, Masse, Härte, Qualität, alles. Ja. Dann werden wir mal sehen. Was wäre denn euer Tipp? Wer wird die nächste Ära gestalten? Wir hatten ja, wie gesagt, wir hatten diese Äras, wir hatten die Jay Cutler, die Phil Heath, die Ronnie Coleman-Ära, die Dorian Yates-Ära. Es sind immer so die Äras. Natürlich hatten wir zwischendurch Brandon Curry, mal Mr. Olympia Dexter Jackson, mal Mr. Olympia. Das war ja keine neue Ära. Dann, genau, das war eben keine neue Ära und seitdem ist es ein bisschen lose geworden. Das gab es selten im Bodybuilding, dass es immer jedes Jahr irgendwie einen neuen gab. Jetzt hatten wir Big Ramy, immerhin. Ja. Aber wir wissen auch alle, so lange kann der diese Ära gar nicht mehr machen. Ja. Also gehen wir zumindest von aus, die macht eigentlich keiner in dem Alter dann noch, dass er noch dran 4-5 Mal eigentlich gewinnt. Ja. Und er hat ja sogar schon mal hier und da verlauten lassen, vielleicht hört er auch irgendwann vorzeitig auf. Aber gut, wer wird die nächste Ära nach ihm? Schreibt es in die Kommentare rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. People, don't even talk about people that give up on their dreams. People want to talk about the winners. It's easy to lose. It's easy to give up. But it takes discipline. It takes hard work. You have to have that inner strength. That inner strength to wake up every day. The days you don't feel like. The days your body is beat up.